Quelle idée a eu Monique Cantos-Sperber? Was ist damals nur in Raymond Aron gefahren bei seinem Eintritt in die Akademie der Moral- und Politikwissenschaften? Er hatte sich nämlich auf seinen Degen folgenden Spruch von Herodot eingravieren lassen: Niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen. Dazu muss man wissen, dass Aron bis dahin von sich behauptete, die machiavellistische Quintessenz der Politik zu unterrichten, auch wenn er sie hasste, und dass er seinen Studenten immer wieder klar machte, dass die Vernunft dem Pazifismus keinerlei Platz ließe. Für Sie als Direktorin der École Normale Supérieure hier in Paris, was hat Aron dazu veranlasst? Er war eben ein Mann griechischen Geistes. Ja, bestimmt. Mit der Vorstellung, dass der Krieg gewissermaßen das Produkt dessen ist, was den Menschen zum Handeln antreibt. Die Vernunft und der Wille, das ist eine sehr griechische Idee. Der Krieg ist ein Produkt menschlichen Handelns. Er ist weder eine Strafe Gottes noch eine wiedergutmachende Erlösung. Nun ähnelt dieses Niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen, ja sehr dem, was wir auch vom Moralisten Alain kennen. Der meinte, dass der Krieg schlimmer sei als alle Übel, die man damit angeblich beseitigen will. Denn im Grunde bedeutet Vernunft doch immer, den Krieg zu hassen. Was ja auch das Wesen und der Daseinsgrund des Pazifismus ist. Zum Verständnis des Satzes von Herodot sollte man noch hinzufügen, bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen. Das heißt, ist der Krieg nicht die einzig mögliche Lösung, hat man die Wahl, eben zwischen Krieg und Frieden. Dann wäre es sogar aus streng naturalistischer Sicht, also unter Ausschluss von Dingen wie Gott, Strafe, Erlösung oder dergleichen, völlig irrational, den Krieg vorzuziehen, weil das teurer und schwieriger wäre. Den Krieg vorzuziehen? Den Krieg dem Frieden vorzuziehen, denn das ist immer die teurere und schwierigere Alternative. Vielleicht hat Raymond Aron diesen Spruch ja ausgewählt, um bei sich Gesinnungsethik von Verantwortungsethik abzugrenzen, deren Fürsprecher er ja war. So als ob er damit sagen wollte, schaut her, dies hier liegt mir am Herzen, aber das da zwingt mich, die Realität zu sagen. In Berlin hat er einmal eine seiner Vorlesungen mit folgenden Worten begonnen. Ich werde Ihnen heute erzählen, was ich für wahr halte und nicht das, was Sie vielleicht gerne hören würden. Anscheinend sah er in sich den Widerspruch zwischen demjenigen, der Pazifist sein wollte, und demjenigen, der als Lehrer dazu nicht in der Lage ist, weil es die Ratio nicht zulässt. Schon möglich, aber bei ihm handelt es sich eindeutig um Verantwortungsethik. Der Appell an die Rationalität, von Präferenz zu sprechen, setzt voraus, dass man das Gute oder Schlechte, das der Krieg oder sein Ausbleiben mit sich bringen, vergleichen kann. Ist Arons Argumentation also eher von der Ratio als vom Pazifismus beeinflusst? Rationalität bedeutet, auf die Kosten zu schauen. Und die sind beim Frieden normalerweise immer geringer. Aber ist das hier noch reine Rationalität? Das Foto stammt von Weihnachten 1969 und zeigt ein Werbeplakat für den Frieden von John Lennon und Yoko Ono, die damals übrigens selbst dringend Frieden brauchten. Das Plakat gehört zu einer weltweiten Kampagne gegen den Vietnamkrieg. War is over, if you want it. Dabei fällt zunächst auf die kategorische Aussage, War is over. Hier wird prinzipiell festgestellt, der Krieg ist aus. Und zwar if you want it, was klein unten drunter steht. So als ob es vom Willen der Menschen abhängen würde, ein Gemetzel wie das in Vietnam einzustellen. Was sagen Sie dazu, Monique Cantos-Sperber? Das ist das Antidot zu Herodot, finde ich. Das Antidot zu Herodot. Denn diese Aussage macht aus dem Krieg oder seiner Abwesenheit eine Frage des Willens. Für Herodot und die alten Griechen war der Krieg ein natürliches Produkt der menschlichen Interaktionen. Der menschliche Wille kann seine Ausprägungen begrenzen, ihn aber keinesfalls verhindern. Das Ausrufezeichen spielt dabei eine Doppelrolle, denn einerseits fungiert es als fulminanter Abschluss der frohen Botschaft vom Kriegsende und es hat auch etwas Insistierendes, denn es verweist auf die Rolle des Willens, nicht wahr? Gewiss. Das ist ja sogar als Leitspruch, als Slogan des Pazifismus benutzt worden. Doch in letzter Konsequenz ist dieser Satz trotzdem sehr paradox, über den pazifistischen Konsens hinaus, der darin von vielen gern gesehen wird. Weil er andeutet, dass man als Pazifist nicht irren kann?
Die Aussage, mit dem Krieg ist es vorbei, es wird keinen Krieg mehr geben, bedeutet doch ganz klar, Krieg ist immer ein Übel, unabhängig von den Umständen, auch dann, wenn er notwendig ist, um sich zu verteidigen oder zu verhindern, dass Schwächere umgebracht werden. Pazifismus ist also gänzlich zu Ende gedacht, eine völlig paradoxe These. Pazifist zu sein heißt ja nicht, in normalen Zeiten den Frieden dem Krieg vorzuziehen, dann wäre natürlich jeder Mensch Pazifist. Pazifismus bedeutet, den Frieden dem Krieg unabhängig von den Umständen vorzuziehen, auch dann, wenn der Krieg zwingend geboten erscheint. Dann haben wir also gar keine Alternative, was diese beiden Einbahnstraßenschilder hier anzudeuten scheinen, als Metapher für eine Wahl zwischen Krieg und Frieden. Mit anderen Worten, die Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, ist völlig eindeutig und auf paradoxe Weise kämpferisch. Eine sehr paradoxe und extremistische Position. Pazifismus ist in letzter Konsequenz keine weichliche Haltung, sondern eine schwierig zu haltende Position. Es ist doch eigentlich ohne weiteres einzusehen. Wenn man sich verteidigen muss, sein Leben schützen oder die Rechte anderer, dann kann der Einsatz von Gewalt vonnöten sein. Der Pazifismus sagt aber, nein, auch in diesem Fall ist der Krieg ein absolutes Übel, ein größeres Übel als alle, die man durch ihn zu verhindern sucht. Was selbstverständlich nicht heißt, dass es nicht legitim oder rational wäre, um Herodot wieder aufzugreifen, den Frieden dem Krieg vorzuziehen. Es gibt also Situationen, wo es rational ist, Frieden anstelle von Krieg zu wählen, wo die Verantwortungsethik zum Frieden verpflichtet. Wenn man die Wahl hat. Die Frage stellt sich nicht, solange der Krieg vermeidbar ist. Doch es gibt auch Umstände, unter denen er unvermeidbar ist. Und diese Umstände stellen den Pazifismus grundsätzlich in Frage. Was nicht heißt, dass man nicht alles daran setzen sollte, die Gelegenheiten, bei denen sich anbietet, zum Mittel des Krieges zu greifen, soweit es geht, zu beschränken. Durch internationale Institutionen, die Raubgelüsten und imperialistischen Bestrebungen Einhalt gebieten können. Oder durch Konsens- und Gemeinschaftsprozesse, die konfliktvermeidend wirken. All das wird in der internationalen Gemeinschaft inzwischen nach und nach umgesetzt. Doch Krieg ist auch Ausdruck von Machtgier, von Gefühlen der Rivalität, die bekanntlich nach wie vor die Welt beherrschen. Ein Beispiel, das jeder kennt, ist das Münchner Abkommen von 1938. Im Nachhinein wurde es überwiegend kritisiert. Man sprach von einem Skandal. Um einen Krieg zu vermeiden, habe man die Basis für einen noch viel schrecklicheren Konflikt gelegt. Man könnte diese Haltung als Illusion der Ratio im Rückblick bezeichnen. Denn es gab ja auch durchaus rationale Gründe für das Abkommen, das heißt für ein Paktieren mit dem Dritten Reich. Man könnte doch deswegen beiden Seiten vernunftbasierte Argumente zusprechen, wobei die eine im Rückblick sagen kann, ich hab's doch schon immer gewusst, wir hätten sofort in den Krieg ziehen müssen. Im Nachhinein? Hinterher? Ist es immer einfach, angesichts der Folgen dessen, was man getan oder unterlassen hat, zu sagen, man hätte das anders machen müssen. Das Münchner Abkommen. Man weiß ja, dass einige, nicht zuletzt Raymond Aron, schon damals für einen Krieg gegen Deutschland waren. Ja, weil das Münchner Abkommen von Illusionen lebte. Von der Illusion, dieser Friedensvertrag reiche aus, um die Kriegsgelüste Hitlers zu besänftigen. Dabei war aufgrund der gesamten Sachlage damals klar, das war nur ein Zeitgewinn, den man Hitler einräumte. Er würde diesen Aufschub nutzen, um sein Angriffspotenzial weiter zu verstärken. Es war also eine Fehlentscheidung, die nicht etwa dem Wunsch entsprang, den Frieden zu bewahren angesichts der Kriegsgefahr, sondern es war vor allem falsches Kalkül und schlechtes Gespür für die Situation. Und damit vielleicht vom Pazifismus zum eigentlichen Thema, dem Krieg. Das heißt, wir wollen nun nicht mehr nach der Rechtmäßigkeit von Krieg allgemein fragen, sondern nach der Legitimität ganz bestimmter Kriege. In dieser Ausgabe vom 24. März 2011 stellt sich zum Beispiel die Zeit die Frage, ob die NATO-Offensive gegen Libyen ein gerechter Krieg sei. Derzeit, wir sind im Juli 2011, läuft sie noch. Wir wissen also noch nicht, was letztendlich dabei herausgekommen ist. Aber auf dieser Titelseite fallen drei Dinge ganz besonders auf. Zunächst der Titel. Ist das ein gerechter Krieg? Großes Fragezeichen. Und dann der kleine Satz im Leitartikel von Zeit-Herausgeber Josef Joffe. Krieg ist Krieg, selbst mit den edelsten Motiven. Und zuletzt noch diese frappierende Abbildung einer Taube, aus deren Flügel sich Bomben lösen. Ein ganz erstaunlicher Artikel, der in seiner Analyse nicht ganz Unrecht hat. Ein Krieg ohne Führung, ein Krieg ohne Konsens, ein Krieg ohne Ziel. Und genau das haben wir in gewisser Weise in den letzten Monaten beobachten können. Dass diese Frage jetzt aufgeworfen wird, ist ganz außergewöhnlich.
Denn die Frage, ist ein Krieg gerecht oder gerechtfertigt, zeigt doch letzten Endes, dass wir in einem kulturellen und intellektuellen Kontext leben und denken, in dem klar ist, Krieg ist ein Übel, das es auf jede erdenkliche Weise zu vermeiden gilt. Und selbst dann, wenn er offenbar unvermeidbar ist, stellen wir uns immer noch die Frage nach seiner Legitimität. Diese Einstellung zum Krieg ist symptomatisch für unsere heutige Zeit. Ein Punkt, den ich besonders hervorheben möchte, bevor ich mich zum Inhalt dieser Abbildung äußere. Aus Prinzip? Prinzipiell, weil der Krieg ein echtes moralisches Problem aufwirft. Krieg ist ja nicht einfach ein natürlicher Zustand wie Krankheit, Leid oder Verzweiflung anderer Menschen. Nein, Krieg ist ein Produkt... Eine Anomalie. ...des menschlichen Willens, hinter dem auch böse Absicht stecken kann. Das ist ganz charakteristisch für unsere Zeit. Andererseits kommt man auch kaum umhin, keine böse Absicht zu vermuten bei einem derartigen Schauspiel, dessen Brutalität praktisch grenzenlos ist, was wiederum ein Problem ist. Aber deswegen muss Krieg an sich nicht im rechtsfreien Raum stattfinden. Es gibt den gerechten Krieg und es gibt gerechte Aktionen im Krieg. Genau das ist das Problem. Wie den Krieg moralisch rechtfertigen? Denn es ist klar, dass er manchmal notwendig ist. Auf diese althergebrachte Vorstellung vom gerechten Krieg bezieht sich ja auch dieser Artikel hier. Ist das ein gerechter Krieg? Darauf, dass man immer schon versucht hat zu begründen, warum unter bestimmten Umständen Krieg moralisch legitim und moralisch gerechtfertigt sein kann. Diese Umstände können sich auf die Gründe beziehen, warum man einen Krieg beginnt, oder auf die Art, wie er geführt wird. Als Motiv wird heutzutage natürlich in erster Linie das Recht auf Selbstverteidigung angeführt und akzeptiert. Wenn man sich verteidigen muss, kann ein Krieg moralisch gerechtfertigt sein. Oder die Motive liegen darin, Menschen, vor allem unterdrückten Völkern, Schutz angedeihen zu lassen, sei es vor einem Tyrannen im eigenen Land oder vor einem Aggressor von außen. Wobei, was die Art der Kriegsführung angeht, anhand äußerst präziser Kriterien über die moralische Legitimität eines Krieges befunden wird, je nach eingesetzten Mitteln, je nach Verhältnismäßigkeit zwischen diesen Mitteln und dem Zweck, nach der realistischen Aussicht auf raschen Friedensschluss. Kurz, das Kriegshandwerk unterliegt strengen Beschränkungen, die das Substitut einer moralischen Legitimität liefern sollen, welche dem Krieg in unserem Kulturkreis grundsätzlich fehlt. Sind die Grenzen, die dem Krieg gesetzt werden, moralischer Natur und wären damit so etwas wie eine Beruhigungspille angesichts der Vorstellung oder des Vorurteils, dass Krieg ein notwendiges Übel sei? Ist das die Aufgabe der Moral oder eher die des Rechts? Was für eine Rolle spielt das Recht hier? Vor dem Krieg gibt es Recht und es gibt auch das Recht im Krieg. Oft meint man ja, im Krieg gäbe es keine Regeln, alles bricht zusammen, getragen von unerhörter Gewalt. Aber das ist ein Denkfehler. Nicht zuletzt haben viele große Vertreter der politischen Philosophie über Art und Möglichkeit eines derartigen Rechts im Krieg, eines Jus in Bello, nachgedacht. Da rühren Sie exakt an den Punkt, der am deutlichsten zwei verschiedene Sichtweisen der Gerechtigkeit des Krieges erkennen lässt. Die erste haben Sie angesprochen. Sie bezieht sich auf Augustinus und Thomas von Aquin, auf die alte Denktradition des gerechten Krieges. Die Gründerväter des Gedankens vom gerechten Krieg. Die nachzuweisen suchten, dass der Krieg, der als solcher ein Übel ist, je nachdem wie gerecht die Sache ist, der er dient, zu einer guten Sache werden kann. Demgegenüber stand seit Anfang des 16. und im 17. Jahrhundert eine sehr viel juristischere Sichtweise des gerechten Krieges. Man interessierte sich nicht für die begründeten Motive für einen Krieg oder die damit verfolgte gute Sache, sondern im Wesentlichen nur für die bei der Kriegsführung einzuhaltenden juristischen Regeln. Deshalb bekam das Kriegsvölkerrecht eine solche Bedeutung, um sich auch bei der Ausübung von Gewalt rechtens zu verhalten. Womit wir zur Frage des Status der internationalen Organisationen kommen. Nehmen wir als Beispiel den Blauhelmsoldaten auf diesem Foto vom 9. März 1994, mitten während der Belagerung von Sarajevo. Bemerkenswert ist hier, dass es sich um eine belagerte Stadt handelt, was man hier erst auf den zweiten Blick erkennt an den zerstörten Dächern. Aber Sarajevo ist eingekesselt und erlebt ein Martyrium. Dann haben wir hier den Blauhelm mit einer übrigens erstaunlich ramponierten Kopfbedeckung, der eine Stadt ins Visier nimmt, die er eigentlich schützen sollte. Und zwischen ihm und der Stadt liegt ein Friedhof,
Neben dem Symbolcharakter der Aufnahme stellt sich hier aber vor allem die Frage nach der Aufgabe der internationalen Organisationen. Um was geht es ihnen? Moral? Recht? Und wie setzen sie selbst Gewalt ein oder wie sollten sie sie einsetzen? Die internationalen Organisationen tun sich selbst recht schwer, das zu definieren. Was vor allem für den Krieg in Ex-Jugoslawien gilt. Wo sie erst sehr spät eingegriffen haben und das Eingreifen nur dem Schutz dienen sollte. Das Foto hier zeigt es nicht, aber die Aufgabe dieses Soldaten ist im Wesentlichen zu schützen. Um das Zurückdrängen der Angreifer geht es hier überhaupt nicht. Richtig, das Bild kann täuschen, aber dieser Soldat führt keinen Krieg, er nimmt nicht daran teil. Er ist da, um Schlimmeres zu verhüten. Nur ohne klaren Auftrag und ohne die Möglichkeit, Angreifer zurückdrängen zu können, hat das unter Umständen völlige Untätigkeit zur Folge. Denken Sie nur zurück an Srebrenica, dessen Bewohner damals von den UN-Blauhelmen nicht geschützt werden konnten, obwohl sie ganz in der Nähe stationiert waren. Das hier ist der typische Fall eines humanitären Einsatzes. Was heutzutage in unserer zwangsläufig immer pazifistischeren Welt der Hauptgrund ist für die sogenannten gerechten Kriege, die geführt werden. Kriege zur Selbstverteidigung werden immer seltener, wegen der schon im Vorfeld greifenden Maßnahmen und Sanktionen der internationalen Gemeinschaft. Und der internationalen diplomatischen Abstimmung. Kriege finden daher kaum noch von allein statt. Die Notwendigkeit eines Eingreifens aus humanitären Gründen dagegen ist immer wieder gegeben. Auch Anfang dieses Jahres 2011 gab es wieder zahlreiche Anlässe. In Libyen hat die Intervention schon stattgefunden, um die Zivilbevölkerung vor der Gewalt und den Angriffen des Gaddafi-Regimes zu schützen. Dieselbe Frage stellt sich auch in Syrien vielleicht? Unter anderem. Derzeit ist ja immer noch nicht klar, ob der Westen oder arabische Staaten in Syrien intervenieren werden. So ganz neu eine Errungenschaft unserer modernen Welt ist das auch nicht. Tatsächlich gab es auch schon im Mittelalter humanitäre Interventionen, etwa zum Schutz christlicher Bevölkerungsgruppen, als das Osmanische Reich sie bedrohte. Heute dagegen geht es speziell und vor allem um die Notwendigkeit des Schutzes der Zivilbevölkerung. So als gäbe es eine internationale Zivilbevölkerung, die es zu schützen gilt, unabhängig von der nationalen Gemeinschaft, der die Zivilisten jeweils angehören. Ganz besonders dann, wenn ihr eigener Staat sie nicht mehr schützen kann oder wenn es gar zu Massakern kommt. Es gibt einen recht weitreichenden Konsens über die Notwendigkeit, in solchen Fällen einzugreifen. Das wäre dann auch ein Kriterium, um die Intervention im Irak und die dabei verwendeten Argumente vom Eingreifen in Libyen zu trennen. Dort ging es ja vorgeblich nicht um die Errichtung eines neuen Regimes, sondern um den Schutz der Zivilbevölkerung, auch wenn dies indirekt Gaddafis Sturz bedeutet. Seit 1991, den beiden Irakkriegen und dem Bosnienkrieg, haben wir ja eine ganze Palette von Interventionsgründen gesehen. Im ersten Irakkrieg wurde ein kleines Land von einem großen angegriffen. Die internationale Gemeinschaft kam ihm zu Hilfe in Form des Krieges zur Befreiung Kuwaits. Im zweiten Irakkrieg ging es um etwas ganz anderes, um die Neutralisierung des Irak als potenzielle Gefahr für den Weltfrieden. Diese Intervention hatte also auch nichts mit Selbstverteidigung zu tun oder bestenfalls nur indirekt. Und ein drittes Motiv wird durch diese Szene in Bosnien belegt. Die Intervention aus humanitären Gründen. Vergessen wir allerdings nicht die Unwägbarkeiten und manchmal auch die moralischen Risiken, nicht die rein militärischen, die solche kriegerischen Interventionen belasten. Denn häufig sind sie ein Eingriff in die Souveränität des Staates und die Legitimität derer, die sie durchführen, wird angezweifelt, weil man ihnen unterstellt, ihren Einfluss auf die Länder auszudehnen, denen sie helfen. Machen wir ruhig weiter und setzen wir uns dazu. Reden wir darüber, ob ein Krieg nicht oft im Nachhinein zum gerechten Krieg uminterpretiert wird. Denn wenn man gegen den Krieg ist, zum Beispiel weil man an seine Folgen denkt, zieht man eben nicht in den Krieg. Andererseits kann man erst nach dem Krieg sagen, ob er gerecht war, je nachdem, was dabei herausgekommen ist. Was soll man folglich tun? Man muss gewissermaßen dazu den Schluss der Geschichte abwarten. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Also das Ende des Krieges.
Erstaunlich, wie Sie meine Gedanken lesen können. Aber wie geht's weiter? Man weiß nur nicht, wann die Geschichte zu Ende ist. Wenn die fremden Truppen das Land wieder verlassen? Oder muss man erst noch 10 Jahre abwarten, um zu sehen, welche Konsequenzen die Intervention gehabt hat? Es spricht natürlich einiges dafür anzunehmen, man könne erst dann in voller Kenntnis der Sachlage sagen, ob der Krieg gerecht war oder nicht, ob gerechtfertigt legitim oder nicht. Dennoch gibt es auch schon zum Zeitpunkt des Beginns der Kampfhandlungen, sprich der Intervention, eine Reihe von Gründen, die berücksichtigt werden müssen und die schon sehr lange zu den Kriterien eines gerechten Krieges gehören. Etwa sich zunächst einmal zu verständigen über das Ziel. Was will man erreichen? Die Ausschaltung der Aggressoren, die Vertreibung des Tyrannen, einen Regimewechsel oder die Schaffung eines bevorzugten politischen Systems wie einer Demokratie. Die meisten humanitären Interventionen sind ausgesprochen vage in der Definition ihres Ziels. Nehmen wir das Beispiel des Eingreifens in Libyen. Was soll damit wirklich erreicht werden? Dass Gaddafi verschwindet? Das wurde so nie klar gesagt. Ein Regimewechsel? Unterstützung für die Aufständischen? Die Fähigkeit der Rebellen zu politischer Autonomie und zur Übernahme der Macht in Libyen? Das ist nach wie vor unklar. Wäre es Ihnen denn lieber gewesen, wenn Nicolas Sarkozy oder Alain Juppé, also der Präsident Frankreichs und sein Außenminister, vor der von der UNO beschlossenen und von der NATO durchgeführten Militäraktion das Kind beim Namen genannt hätten? Also gesagt hätten, Ziel der Intervention ist, Gaddafi zu stürzen. Nun, anstelle es nur vage anzudeuten, wie in Wirklichkeit. Dann hätte der Redakteur der Zeit ein Argument weniger gegen diesen Krieg gehabt. Und abgesehen davon wäre es einfach eine klarere Angelegenheit gewesen. 4 Monate später, jetzt im Juli, weiß man immer noch nicht, wie weit will man gehen, was will man erreichen, wann ist damit Schluss? Ich stelle gar nicht das Prinzip oder die Legitimität dieses Krieges in Frage. Ich kritisiere nur, dass die Motive nicht klar erkennbar waren oder, falls für manche Leute doch, dass man sie nicht klar benannt hat. Hat man vielleicht deswegen so gehandelt, weil die angeblichen Gründe für den Einmarsch im Irak durch die Amerikaner ja gerade moralischer Natur waren? Es wurde klar gesagt, Saddam Hussein muss weg. Wollte man da von vornherein einen falschen Eindruck vermeiden? Ein gebranntes Kind scheut bekanntlich das Feuer. Dadurch, dass man Dinge verschweigt, die noch dazu maßgeblich für das Handeln sind, werden sie nicht unbedingt akzeptabler. Das ist falsches politisches Kalkül und mangelnder Respekt vor der Fähigkeit der Bürger, sich ihre eigene Meinung zu bilden und auf eine Linie zu verständigen. Die Intervention in Libyen, sie wurde ja ziemlich schnell Ende März beschlossen, hat keine klare Mission und keine klaren Grenzen. Bis wohin militärische Gewalt einsetzt? Ihre Ziele, die sich gegenüber dem ursprünglichen Mandat immer wieder geändert haben, sind ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage, wie der Übergang zur Demokratie ablaufen soll. Man kann natürlich auch sagen, Unklarheiten wie diese sind unumgänglich in einer solchen Situation. Krieg führt man im Dunkeln, nicht bei hellichtem Tag, im übertragenen Sinne. Allerdings war ich noch nie der Meinung, das Böse wird also nicht im Licht des Guten vertrieben. Ja, aber ich war noch nie der Meinung, dass ein Mangel an Hellsicht und Analysevermögen als moralische Entschuldigung oder Rechtfertigung des Handelns herhalten darf. Wenn also dieser Krieg legitim war, wie ich meine, dann bedeutet das nicht, dass sich deshalb eine ganz präzise Analyse erübrigte, mit der sich die Vielzahl möglicher Szenarien in ihrer ganzen Bandbreite hätte besser abschätzen und darlegen lassen. Aber so ist man in diesem Fall ganz und gar nicht vorgegangen. Das ist ganz wichtig, denn der Krieg ist ja im besten Fall zu Ende, wenn der Frieden wieder zurückgekehrt ist. So meint man jedenfalls. Frieden ist aber kein Ereignis, sondern ein Prozess. Doch wann ist dieser Prozess beendet? Er endet mit der Beteiligung der gesamten Bevölkerung, dem Engagement aller, gemeinsam einen friedlichen, demokratischen, gesitteten und pluralistischen Staat aufzubauen. Friede ist Eintracht, nicht das Fehlen von Krieg, Spinoza.
Es gibt wenige Fälle, in denen dies nach einer humanitären Intervention gelungen ist. Verstehen Sie das bitte nicht als Werturteil oder normativen Anspruch. Es ist lediglich eine Feststellung. Es geht um die eingesetzten Mittel, vor allem wenn militärische Gewalt im Spiel ist, wenn die Zivilbevölkerung stark betroffen ist. Vergessen wir nicht, auch humanitäres Eingreifen fordert Opfer unter der Zivilbevölkerung, die eigentlich geschützt werden soll. Das ist ein schwer aufzulösender Widerspruch. Die einzig mögliche Antwort kann nur eine klare Vorstellung des verfolgten Zwecks liefern. Nur war sie in diesem Fall nicht vorhanden oder nur implizit. Überzeugend dargelegt, sodass sich die Menschen ihr hätten anschließen können, wurde sie jedenfalls nie. Schönen Dank, Monique. Thank you.